Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte euch heute ein paar Kavalas vorstellen. Wenn ich jetzt ein paar Mal zu viel gähne oder mein Mund schräg ist, bitte, ich hatte hier einfach ja, ein paar Zahnprobleme, die jetzt behoben sind und ich bin ja auf so einem seltsamen Mittel, um den Schmerz zu reduzieren. So, bevor ich loslege, muss ich hier mal kurz was aufbauen. Uiuiui. Nicht gut. Geht das? Das geht. So, nein, das geht nicht. Ich möchte ganz kurz mal meinen Tuner euch mal hier hochstellen, um euch etwas zu erklären gleich. Ja, ich hoffe, man kann das sehen. So, das hier ist eine Kavala. Das ist jetzt die Kavala Nigra aus natürlich schwarzem Bambus, gebunden nach meiner Art. Ich verlinke einfach das Video. Ich habe die Bindung und die Shellac-Behandlung einfach mal geoutsourced von meinen Videos, weil ich das immer wieder erkläre. So, also gut, sehr gut behandelt mit Shellac, ganz toll. Und hier ist der weiße Bambus, hier ist der geschälte Bambus und dies hier ist ein Schilf, den ich aus Ägypten mitbringe. Und den habe ich sehr, sehr gern. Ist auch, fasst sich ganz anders an, ist fürchterlich leicht. Im Vergleich, die sind ja auch leicht, weil sie so klein sind, aber man merkt schon, die ist erheblich leichter. Vor- und Nachteile im Klang. Das heißt, Vor- und Nachteile, einfach andere Klangarten kommen da raus. So, hier ist das mit dem Tuner, weil ich stimme die Flöten alle meines Erachtens sehr gut. Aber der eine oder andere sagt, oh, die ist ja eine halbe Note zu tief verstimmt oder eine halbe Note zu hoch verstimmt. Und da möchte ich das mal kurz erklären. Das gilt eigentlich für alle Flöten, aber für die Kavala ist das ganz extrem. Erkläre ich dir. Guck mal her. Diese müsste ein Giss sein. Du merkst, die Nadel tanzt herum. Du wirst mit einer Kavala nie einen durchgehend gleichen Klang haben. Ja. Dafür brauchst du ein elektronisches Instrument oder eine Blockflöte. Selbst dann gibt es ja die Schwingung. Aber bei der Kavala ist die Schwingung ganz hoch. Und sie ist auch abhängig, wie ich puste. Also ich kann alleine durch die Anblastechnik den Klang beeinflussen. Ich schicke dann so wie beim Hamster, oh, ein bisschen Luft schicke ich dann so in Stößen rein und verursache, dass der Klang höher geht und so. So, dann ist es noch beeinflussbar, wie der Winkel liegt. Ne? Also eigentlich müsste man so 30 Grad haben. Wenn ich es so mache, sind das hier also 30 Grad in etwa. Aber einige spielen dann so, andere spielen so. Aber möglichst so mittig halten ist dann die richtige Stimmung und man kann dann die auch extra bewusst beeinflussen. Ich zeige das mal. Ja, ich denke, man kann hören das und auch sehen, dass die Note sich biegt. So, jetzt mache ich mal diese Montur hier weg. So machen. So. Und möchte kurz zeigen, wie man eine Kavala spielt. Damit kann man auch eine Nai anspielen. Also kein großer Unterschied in der Anblastechnik. Nur in der Fingertechnik ist das anders. Wir haben ja gerade die Nigra gehört. Hören wir uns mal jetzt die Bambus in Weiß an. Ein starkes Holz. Ja. Und so, wie pustest du hier rein? Und zwar, ich zeige erstmal so, ja. Hier hast du ja hier die Kerbe und du siehst, die ist so geschliffen. Ja, siehst du? Und genau dieser, ich brauche jetzt was Gerades hier. Genau das ist der Winkel, guck mal hin, wenn ich so mache, ist das der Winkel, der zu deinem Mund sein soll. Ja, also ich müsste das in meinen Mund stecken. Mit diesem Winkel dann hoch anblasen, ja, so, okay. Jetzt nehme ich das weg, aber ich spiele eigentlich auf die andere Seite, aber das ist jetzt egal. Also gleicher Winkel. Nochmal hier, da siehst du. Und loslassen. Ja, das heißt, wenn du das so machst, müsste dein Mund, wartet mal, die Mitte genau hier kommen. Na, Stift, Stift, Stift oder hier. Ein Plektrum von hier. Hier ist,
deine Mundmitte. Ja? So. Und da machst du den ja. Dann klappt das auch. Du sollst nicht reinpusten, nicht rauspusten. Also nicht. Auch nicht. Auch nicht den hier. Sondern genau einfach so kommen und. Du hast ja gesehen, ich habe jetzt drei Tonhöhen gespielt. Das kommt dadurch, indem du einfach den Luftstrahl kleiner machst bei gleicher Luftstärke. Also ich bin jetzt kein Physiker, aber wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt 500 Milliliter Luft in der Sekunde, das kommt ein bisschen viel vor, aber angenommen, du würdest 500 Milliliter Luft in der Sekunde durch so eine Öffnung schicken. Das wäre nur 2 Sekunden ist es weg. Ja. Dagegen, wenn du 500 Milliliter auch in der gleichen Geschwindigkeit in 2 Sekunden hier durchschieben würdest, dann ist ein erheblich höherer Druck. Das heißt, je kleiner der Kreis bei gleicher Luftmenge, desto mehr Druck sich aufbaut, desto stärker der Luftstrahl, desto höher dein Register. Natürlich kannst du jetzt auch so machen, kannst bewusst noch stärker pusten und hast du plötzlich eine höhere Lautstärke. Und das wollen wir nicht. Ja, also jetzt, ne? Und daher einfach üben. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Ich kontrolliere das auch mit der Zunge. Ja, also bei dem Tiefen ist die Zunge relativ tief. Und bei dem mittleren Register geht die Zunge ein bisschen höher. Und bei dem ganz höheren tue ich durch die Zunge an den Gaumen einfach dafür sorgen, dass der Luftstrahl enger wird. Es ist nicht so, dass jetzt echt deine Zunge jetzt an den Gaumen klebst, dann kannst du ja gar nicht spielen. Aber einfach so durch die, stell dir vor, du sagst L und die Zunge nach vorne schieben. Aber du sagst nicht L, ja, also nichts berühren. Ne? Auch im hohen Register, ich will es jetzt mal übertreiben, bitte achte hier auf meine Wangen, da die ganze Luft geht von einer höheren Position aus in deinem Mund und dann wirst du wahrscheinlich sehen, wenn du ganz gut schaust, ich werde versuchen es auch jetzt zu betonen, dass hier so ein bisschen Luft reinkommt, in dem höheren, ja. Also ich kann es sehen, jetzt hier so mit der Webcam, ich hoffe, du hast es auch erkannt. Das war also die Shakuhachi aus weißem Bambus, wir hatten ja gerade die aus Nigra, aus natürlich dunklem Bambus. Und jetzt diese hier. Die ist aus geschältem Bambus. Habe ich sehr gerne. Ich habe auch nicht mehr so viel davon. Der geschälte Bambus, den habe ich importiert jetzt vor 14 Monaten oder so und bearbeitet. Und der wird langsam alle. Was ist geschälter Bambus? Geschälter Bambus ist, Bambus hat eine natürliche Schale. Die splittet auch manchmal ab, wenn sie nicht gut bearbeitet ist. Kannst du vielleicht, wenn du so ein Rohr im Garten reinsteckst und es brichst, dann an der Oberfläche ist dann so eine Schale. Diese Schale hat eine natürliche Funktion, den Bambus zu schützen, zweifelsohne. Wenn man es aber abschleift, dann kommt das Holz zum Vorschein, woraus man dann auch Parkett macht und solche Sachen. Und wenn man das dann behandelt, dann saugt es der Stoff, womit man es auch immer behandelt, bei mir ist das Schellack grundsätzlich, dann saugt er sich in das Holz rein und schützt es unheimlich gut und ich finde, es sieht dann einfach auch verdammt schön aus. Ja, also, ja, schlechte Beleuchtung hier in meinem Chaosbüro, aber es sieht sehr gut aus und klingt auch. Diese ist allerdings ein bisschen tiefer, das hier wird ein G sein. Ne? Das war ja das Gist, dann wird das ein G sein, 2,5 cm tiefer in etwa. Hast du gemerkt, ich habe gerade zwei Tonlagen gleichzeitig gespielt, weil mein Mund war noch adaptiert auf diese Flöte.
Und da habe ich es einfach zu breit gehalten. Je breiter das Mundstück, desto ja, du mehr erlauben musst, dass diese Kante deiner Oberlippe auch zum Teil reingeht. In diesem Fall ist das nicht so. Du siehst, ich setze die Flöten etwa hier so an, ja. Aber hier, wenn ich so mache, guck mal, ja. Also das gleiche Ansatz. Der will immer wieder runterrutschen und da ein bisschen ja, erlauben, dass die Flöte drüber geht. Ja, alles Sachen, die du lernen willst, einfach durch Testen und Versuchen. Gut, und jetzt komme ich hier, wir hatten jetzt diese drei, das mache ich auch nochmal zeigen, die hatten wir schon gezeigt. Und jetzt komme ich zu diesem wunderschönen Rohr hier. Ich freue mich, dass ich das in meinem Sortiment jetzt aufnehmen kann. Und die ist erheblich leichter und im Umfang etwas kleiner. Vergleiche ich mal wieder mit meiner Nigra, die auf GIS ist. Ich glaube, man kann sehen, dass der Umfang ja etwas kleiner ist. Und da, obwohl die Flöten nahezu gleich groß sind, ist diese hier etwas höher. Müsste ein A sein, wenn ich mich nicht irre. Ich checke mal. Es ist ein A. So, jetzt habe ich alle viermal demonstriert. Jetzt zu der Fingertechnik. Das ist bei jeder Kavala gleich. Da möchte ich es auch nicht zu viel jetzt hier dazu zeigen. Ich habe schon 12 Minuten 20. Aber kurz mal erklärt. Bei der Kavala gilt grundsätzlich, ja, das ist also ein Dur, Mi, Fa, Sol, La, Si, also ein Dur gestimmt. Also Grundnote, dann einen Finger heben, zweite Note, dritte Note, vierte Note, fünfte Note, sechste Note, siebte Note. Aber wenn du so spielst, wird die Flöte natürlich von deinen Händen wegfliegen. Geht ja gar nicht. Daher, Grundton, Daumen immer hier drücken. Ich hoffe, man sieht das irgendwie. Hier Daumen und hier ein Daumen. Und die Finger, die stütze ich ein bisschen. Muss man nicht, aber mache ich so. Grundton. Siehst du, und jetzt diese Hand schützt die Flöte, dass sie nicht wegfliegt. Und jetzt wird es schwer, jetzt wird es schon wackelig. Daher kann man die Ringfinger auch runter tun. Es ist das gleich, wie wenn alle offen sind. Macht keinen Unterschied, ja, weil noch vier Löcher offen sind. Das heißt, es ist noch genug Platz, dass die Luft entweicht und es beeinflusst den Ton so minimal, dass wir den Unterschied nicht hören. Gut, aber wenn ich jetzt statt nur Ringfinger noch die drei unteren schließe, dann merkst du, ja, der Klang ändert sich. Also durch Unterschließen kann man den Klang ändern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Note spiele, Do, Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi, nee, das ist also das Mi. Wenn es jetzt ein C ist, wäre das jetzt ein E. Ich habe jetzt hier ein GIS, ich will das jetzt nicht ausrechnen. Das hier macht eine Note tiefer. Aber das hier würde jetzt eine halbe Note tiefer machen. So, nicht mal eine halbe, ich würde sagen eine Viertelnote. Und hier kommt das Besondere, dass man durch das Biegen den Ton auch beeinflussen kann. Also
also durch ein einfach durch das Biegen kann man also den Klang auch nuancieren, tiefer machen. Also zwei Möglichkeiten, einen Klang tiefer zu machen: das Unterschließen. Die Aufnote ist 1 geschlossen, ich unterschließe, während diese ja noch offen bleibt. Das ist ja eine Möglichkeit, oder? Den Winkel enger machen. Natürlich kannst du jetzt nicht den ganzen Tag den Kopf so rumwackeln, da ich bin jetzt ein bisschen gebunden an die Webcam, aber eigentlich liege ich so auf der Flöte und dann geht es einfacher, ja. Da muss man nicht so die ganze Zeit hier, also man spielt die Flöte nicht so gerade, sondern eher so nach unten, dass man besser so sie drauf drücken kann. Ja, so, das ist die zweite Art und Weise, den Klang zu nuancieren. Die dritte Art und Weise ist die Blastechnik. Na, also ich werde jetzt ohne viel Fingerbewegung oder Kopfbewegung einfach durch den Mund, durch die Richtung der Luft, also je mehr du die Luft nach außen schickst, nach hier, desto höher, je mehr du reinstickst, desto tiefer. Es ist ja letztendlich so, geht mehr Luft raus und geht mehr Luft rein. Und das kann auch durch die Kontrollieren, durch den Mund, ohne es viel zu bewegen. Ich weiß, ob du die Zuckungen in meiner Lippe siehst, aber ich schicke immer die Luft in verschiedene Richtungen rein und dadurch hole ich jetzt hier diese Art langsames Vibrato rein. So, dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, den Klang zu nuancieren. Das kann nicht jeder. Und zwar versuchst du zu schnurren wie eine Katze. Also einfach beim Pusten so ein Grr, versuch mal ein R zu sagen, R, ein R ohne das Geräusch. Und jetzt, und jetzt hör mal zu, was geschieht, wenn du das in die Flöte spielst. Ich glaube, es ist maßlos übertrieben, dass du es hörst, aber natürlich kann man das als einzelne Nuancen einsetzen. Das ist auch ganz unüblich, das kennen die Ägypter, also die Araber oder die Asiaten, die diese Flöte spielen, eigentlich nicht. Also habe ich jetzt nur zufällig als Kind irgendwie, ja, ich habe meine Katzen nachgemacht beim Schnurren und dann kam das einfach in die Flöte rein. Aber da kann man schon was machen. Also das wäre einige Infos zu den Kavalas. Noch eine andere Besonderheit allerdings an der Kavala ist, das Bohren der Kavala ist nicht so schwer, Stimmen muss gelernt werden, aber wenn ich jetzt hier eine typische Dur habe, also halb, okay, halb, ganz, 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 halb, ganz, ganz, halb, also zweites Register, dann kann ich ja, wenn jetzt mir diese Note nicht gefällt, ja, ich möchte eine Note zwischen diesem Loch und diesem Loch. Ja, da muss man einfach genau in der Mitte hier das Loch bohren, statt dies hier. Na, bei einer kleinen Kavala wird es ein bisschen schwierig sein, weil die Löcher so nah aneinander sind und dann ist das schwer zu schließen. Aber bei einer größeren ist es echt problemlos. Und da habe ich schon einige solche Flöten gebaut und auch damit auch in Orchestern mitgespielt. Auch in Berlin in der Philharmonie mit Requiem, also das war eine ganz coole Sache und da kann man also mit Kavalas echt jedes westliche Stück mitspielen, das ist völlig klasse. Ja, vielen Dank, ich glaube, ich muss jetzt wieder mich hinlegen. Ciao.